Wenn du wissen möchtest, ob eine Zahl durch 3 oder 9 teilbar ist, gibt es einen Trick, die sogenannte Quersummenregel. Du fragst dich nun sicherlich, was eine Quersumme ist. Um die Quersumme einer Zahl zu bilden, addiert man ihre Ziffern. Die Zahl 354 hat die Ziffern 3, 5 und 4. Ihre Quersumme wird also berechnet, indem man 3 plus 5 plus 4 rechnet. Und das ergibt 12. Mit Hilfe der Quersumme kannst du erkennen, ob eine Zahl durch 3 oder 9 teilbar ist. Denn ist die Quersumme durch 3 teilbar, so ist es die Zahl auch. 12 geteilt durch 3 ergibt 4, also ist 354 auch durch 3 teilbar. Genauso geht es mit der 9. 12 ist nicht durch 9 teilbar und deshalb ist 354 ebenso nicht durch 9 teilbar. Du kannst das gerne durch eine schriftliche Rechnung nachprüfen. Geteilt durch 3 ergibt 128 mit Rest 0. Also ist 354 durch 3 teilbar. 354 geteilt durch 9 ergibt 39 Rest 3. Da ich einen Rest habe, ist 354 nicht durch 9 teilbar. Damit sehe ich, dass meine Quersummenregel stimmt. Und nun bist du dran. Überprüfe bei dieser Übung, ob diese Zahlen durch 3 oder durch 9 teilbar sind. Pausiere so lange dieses Video. Und hier die Lösung. Die Quersumme von 273 ist 2 plus 7 plus 3. Das ergibt 12. 12 ist teilbar durch 3. Also ist auch 273 teilbar durch 3. Und 12 ist nicht durch 9 teilbar, also ist auch die 273 nicht durch 9 teilbar. 3 plus 5 plus 2 ergibt 10. 10 lässt sich weder durch 3 noch durch 9 teilen. Also ist auch 352 nicht durch 3 oder 9 teilbar. 9063 hat die Quersumme 9 plus 0 plus 6 plus 3, das ergibt 18. 18 lässt sich durch 3 teilen und 18 durch 9 ergibt 2, also ist 18 auch durch 9 teilbar und damit ist 9063 sowohl durch 3 als auch durch 9 teilbar. 61.206 hat die Quersumme 15. 15 ist durch 3 teilbar, aber nicht durch 9. 9. Und nun gutes Gelingen beim weiteren Üben.